Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Super Mario Odyssey. Wo ist meine Fernbedienung? Ach, hier. Da ist sie. Ja. Ja, Entschuldigung. Okay. Es kann weitergehen. Mit Super Mario Odyssey. Mario, du brauchst gleich hinlegen. Wir gehen jetzt, ich weiß nicht genau, wo wir hingehen, aber wir gehen auf jeden Fall irgendwo hin. Wir sind von da gekommen, gehen jetzt nach hier weiter. Ich mach's gerade mal nochmal ein bisschen lauter. Wir sind jetzt im Haupthof und ich habe so das gewisse Gefühl, dass wir tatsächlich bald mit dem Spiel durch sind. Irgendwie glaube ich, das hier ist tatsächlich das letzte Bowser-Level. Und somit so ziemlich das Ende des Spiels. Zumindest mal, was die Hauptstory angeht. Oh nein. Oh, ich bin so blöd, ey. Hab vergessen, wie es mit den Pieksen geht. Ja. Sehr stark. Zum Glück verliert man nur Münzen und keine One-Ups mehr, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. So. Dann komm mal her. Schnipsi, Schnipsi. Kennt noch jemand von euch Herbert und Schnipsi? Das fällt mir gerade spontan ein. Keine Ahnung wieso. Das ist halt einfach so, ne? So, da haben wir hier schon mal ein paar Münzen. Lila Coins. Was soll das jetzt hier werden? Okay. Denn von hier aus erreichen? Ja, so nicht. Das Ding kann ja gar nicht fliegen. Ja gut. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Lag das jetzt an mir? War es jetzt meine Dummheit? Oder geht das einfach nur schwer? Gerade nochmal in die Richtung schauen. Upsala. Das war natürlich knapp. So. Aber mich natürlich auch ordentlich hier umgucken. Nicht, dass wir irgendwas anderes vergessen. Zum Beispiel diese Münzen. Da drüben könnte natürlich genauso gut was sein. Oder ist das wirklich nur eine Abgrenzung, damit man weiß, okay, da muss ich jetzt überhaupt nicht hingehen. Das kann natürlich genauso gut sein. Was haben wir denn hier? What the fuck? Ist das so eine Elektrospur? Oh ja, sieht so aus. Da drüben ist so ein Elektro-Dingsi. Hallo? Oh Gott, ich muss niesen. Nein! Entschuldigung. Okay. Danke an jeden, der aus Reflex Gesundheit gesagt hat. Ich hätte es wohl auch getan. By the way. Aber das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob man drauf muss oder soll. Oder ob das wirklich einfach nur Deko ist. Ah. Ja, danke schön. Gut. Haben wir die Münzen auch eingesammelt. Bin mal gespannt, ob wir am Ende alle Münzen kriegen im ersten Versuch. Ich glaube irgendwie nicht so recht dran, weil die sind schon echt fies versteckt, muss man sagen. Okay. Oh. Oh, ein Mond. Hinter Gittern gefunden. Krass. Aber habe ich schon irgendwie vermutet, dass hier sowas ist. Ups. Okay. Dann lasst uns mal weiterreisen. So, hier wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Vermute ich mal ganz stark. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hi. Na du, Pixi. Pixi, Pixi, Pixi. Ja, ich hab gepiekst. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Zack. Okay. Was sind das für Fische?
vermute fast, dass das böse Fische sind, die uns angreifen, wenn sie es denn schaffen. Oder sind das ganz normale Fische und ich kann die kapern? Oder sind es einfach nur Deko-Fische? Kann natürlich auch sein. Es ist auf jeden Fall Mond. Im Graben versunkener Schatz. Der gibt uns auch gleichzeitig wieder ein bisschen Sauerstoff. Den wir natürlich gebrauchen können. Wie ging nochmal schnell schwimmen? Ich hab's schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Okay. Weiter geht's. Ups. So. Okay. Oh. Komme ich da oben irgendwie ran? Ha. Eine sehr gute Frage. Autsch. Und dann erwischt mich das Vieh, ey. Ich halte es im Kopf nicht aus. So, warum kann ich hier runtertauchen? Soll ich da einfach nur runtertauchen können, um zu sehen, oh, da ist ein Mond versteckt? Oder hat das noch einen anderweitigen Sinn? Ja, scheint nicht so zu sein. Scheint nicht so zu sein. Okay, hier brauche ich auch einen Vogel dafür. Hallo. So. Tschüss. Hat sich das nämlich auch erklärt. Okay. Okay, das hat jetzt keinen wirklichen Sinn gehabt. Ah, wobei. Hm. Okay, dahinter ist doch wohl nichts. Ich dachte erst, dahinter wäre eine geheime Tür oder so. Ich muss sogar hier lang. Zumindest, wenn ich es als Vogel schaffen will. Na. Wobei, warte mal. Ah, hier geht's natürlich nicht, ne? Wäre ja auch zu leicht. Au. Wow, ich wäre fast runtergefallen, ey. Was denn das für ein Schrott? Oh, ein Herzchen. Nehmen wir doch gerne mit. Das nehmen wir doch wirklich mal gerne mit. What the fuck? Au. Und wir sind wieder down. Da sind wir wieder down. Das ist prima. Viva Colonia. Okay. Aha, hier sind die Münzen. Die hatten wir ja vorhin schon mal von Weitem gesehen. Wie mache ich das jetzt? Nein! Oh Mann! Das Leben ist anstrengend. Okay, wir machen das einfach nochmal. So schwierig war es jetzt auch nicht, aber es ist natürlich ärgerlich. Ich habe mir auch gedacht, komm, jetzt nimmst du mal nicht die Fahne mit. Sondern schaffst es diesmal auch so. Ja. Pustekuchen, was? So, so geht das Ganze wesentlich einfacher. Au. Dann nehmen wir halt doch zuerst die Fahne mit. Äußere Mauer. Okay, wir haben schon alle. Gut. Weiter geht's. So, dann komm mal her. Komischer Typ. Hier drunter ist ein Mond. Ja, ja, die gelbe. In seinem Kopf zu pieksen. Ah. Das ist ja echt ein Mond.
Okay. In einem Block in der Festung. Wieso soll ich seinen Kopf pieksen? Boah, ich dachte schon, ich fall jetzt runter, ey. Das war knapp. Okay, probieren wir mal in seinen Kopf zu pieksen. Das vermutlich gar nicht geht, oder? Wohl doch. Lol, das geht also auch, okay. Krass, die Dinger kann ich aber nicht aufpieksen, ja schade. Aber sonst wären diese Vögel auch ein bisschen OP. Oh, ne. Was machst du hier? Hallo, ich irre hier schon lange allein über die Dächer. Ich habe mich wohl total verlaufen, was man ja auch kann bei diesem linearen Level-Design. Aber beim ganzen Rumgeirre habe ich diesen Mond gefunden. So war es am Ende doch zu was nütze. Ich möchte einen Toad Treasure Tracker 2 für die Switch. Schön, dich zu sehen, Captain Toad. Ja, das kann man wohl so sagen. Du wolltest... Ja, in welche Richtung wolltest du wohl? Sehr schwierig, lieber Toad. Naja, er wird es schon schaffen. Wie gesagt, so viele Abbiegungen gibt es hier auch nicht. Oh, wir brauchen den Vogel. Achso. Achso. Gut, warum sollten die den hier auch sinnlos hinpacken, ne? So, gibt es hier irgendwo Münzen oder sowas Fieses? Irgendwo versteckt? Nee. Alles klar, hätte ja sein können, ne? Wir wissen ja, Nintendo hat schon ein Interesse daran, uns in den Wahnsinn zu treiben. Ach du Scheiße. Okay. Das sollte kein Problem sein. Nein. Boah. Alter, ich bin so schlecht. Das beinahe auch retten können, ey. Krass. Oh Mann, wie kann man so schlecht sein eigentlich? Das geht mich in den Sinn. Respawnt dieses Herz? Müsste eigentlich so sein, ne? Dann will ich es nämlich gerade mal mitnehmen. Ja. Sehr schön. Vielleicht ist diese Mauer da, also hier, dass man an der Mauer sich theoretisch entlanghangen kann. Vielleicht ist es auch deshalb nur gemacht worden, damit man diesem Steintypi hier ausweichen kann. Diesem Zertrümmerer-Typ, weißt du? Nein, da. Okay. Wir bleiben jetzt einfach mal hier, drücken nix. Weil man kann dieses Gespann auch nicht lassen. Also wenn ich jetzt nach rechts mich dehne... Boah. Dann schnipst er irgendwann automatisch. Und das ist sehr, sehr problematisch wiederum. Weil man leider stirbt. Wie gerade eben. Haben die Dächer irgendeinen Mehrwert? Nö, ne? Die sind wahrscheinlich einfach nur als Absicherung da, falls man runterfällt. Für die ganzen Noobs unter euch. Für mich natürlich nicht. Weil ich bin ja ein toller Spieler hier. Und so. So. Man kann es doch länger halten. Man darf halt nur nicht zu sehr ausrasten mit den Rumschnipsereien, sag ich mal. Okay, innere Mauer. Wir müssen noch ein bisschen weiter klettern. Ach du Scheiße. Okay, da drüben sind schon mal Münzen, wie ich sehe. What the fuck? Ach, die Mauer hier bewegt sich gar nicht. Ui. Auch interessant. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier schön lang bleiben und dann möglichst schnell nach oben kommen. Ja. Das war auch gar nicht mal schlecht. Sehr gut. Jetzt können wir hier eigentlich auch gleich weitermachen, oder? Bietet sich sogar an. Okay. Uah. Nein! Nein! Oh Mann! Ich war doch schon so gut wie oben, ey. Ich komme mit diesen Vögeln einfach nicht klar, ne? Muss man ja einfach mal so sagen.
Hey, du Vogel. Komm her. Okay. Diesmal hat es besser geklappt. Okay. Am Fuße des Turms. Ich denke mal, den Vogel brauchen wir nicht mehr, sonst wäre schon ein neuer gespawnt. Irgendwo. Ich hoffe es zumindest. Obwohl. Oh, bitte mach keinen Scheiß. Da unten ist doch irgendwas. Hä? Was ist das hier? Warum gibt es diesen Ort? Nur wegen ein paar Münzen jetzt im Ernst? Doch nicht euer Ernst, oder? Hier muss doch noch mehr geben. Das war's? Hä? Warum kann man hier hin? Verstehe ich nicht. Au. Boah, gut gerettet. Aber die Frage, wieso man hier hin soll, bleibt halt trotzdem, ne? Eine Station tiefer war Captain Toad. Okay. Das ergibt hier alles nicht wirklich viel Sinn. Verstehe ich nicht. Aber wir können uns ja jetzt teleporten, oder? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Machen wir jetzt auch. Weil, warum sollte ich den ganzen Weg jetzt nochmal machen? Ich verstehe nicht, warum man da überhaupt runter konnte, ehrlich gesagt. So, was hier kommt. Ich bin mal gespannt, was es sein wird. Sehen wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.